Herzlich willkommen zur Augenschule Berlin. Ich heiße Almut Klemm. Das Thema heute für dich: bewegliche Augen durch Augenyoga. Ich bin zu Besuch auf Bali. Auf dieser Insel liegt Bewegung in der Luft. Und die Balinesen lieben dies zu feiern. Es ist hier zu riechen, zu hören, zu spüren, zu fühlen, zu schmecken. Ganz wichtig in den balinesischen Tänzen sind Augenbewegungen. Du erfährst heute über die wohltuende Wirkung von deinem Augenmuskeltonus, wenn er in Balance ist. Wir machen miteinander Augenyoga. Wir sprechen über das, was du erwarten kannst. Und zum Schluss gibt es Übungstipps für bewegliche Augen in deinen Alltag integriert. Du trägst dauerhaft eine Brille oder Kontaktlinsen. Okay. Das Ergebnis ist natürlich faszinierend für dich. Aus verschwommenen Sehen wird klares Sehen, ohne Mühe. Wie kommt es zustande? Die letzte Messung von deinem Augenoptiker ist in deinen Gläsern eingeschliffen. Und das hat zur Folge, dass die Bilder, die du aufnimmst, haargenau auf deine Netzhaut fallen, auf den Augenhintergrund. Die Netzhaut leitet es weiter über die Sehnerven zu deinem Hinterkopf. Einfache Lösung. Aber das hat seinen Preis. Wenn du deine Brille dauerhaft trägst, werden deine Augenbewegungen behindert. Nicht nur allein durch den Brillenrand, auch durch den Schliff in deiner Brille. Das heißt, deine Augen werden bewegungsfaul. Dein Augapfel gewöhnt sich an eine ganz bestimmte Form. Zu lang, zu kurz. Und deine Linsen verlieren ihre Elastizität. Folge: Mit der Zeit hast du Schwierigkeiten, die kleinen Buchstaben auf deinem Handy zu lesen. Der Arm wird immer länger. Du greifst zur Lesebrille. Es folgt die Gleitsichtbrille. Die dreigeteilte Brille. Meine höchste Dioptrien vor 20 Jahren, minus 9. Ich brauche keine Brille mehr. Das ist wunderbar. Befreiung. Ja. Menschen, die zu mir in den Kurs kommen, zum Beispiel zum Wochenende, das ist ein guter Start, um diesen Prozess des wieder klar sehen können ohne Sehhilfe zu beginnen. Und dann braucht es auch keine 20 Jahre. Also einige haben schon nach 6 Tagen erstaunliche Erfolge. Das kann man in den YouTubes sehen unter augenurlaub.com und hören. Du hast nun die Gelegenheit, sportlich gegenzusteuern mit Augenyoga. Und dabei benutzt du deinen Zeigefinger auf Augenhöhe. Du atmest ein und in der Bewegung mit den Augen aus.
Den Kopf hältst du locker entspannt, still. Deine Augen haben jetzt die Aufgabe, die Ecken auszuleuchten, genauso wie zwei Taschenlampen. Okay, wir machen es zusammen. Zeigefinger vor die Augenmitte. Einatmen, ausatmen. Bewegung vertikal nach oben. Einatmen. Bewegung vertikal nach unten. Einatmen. Augen und Zeigefinger horizontal nach links. Ausatmen. Einatmen. Nach rechts. Ausatmen. Einatmen. Diagonal rechts oben. Einatmen. Diagonal rechts unten. Einatmen. Diagonal rechts oben. Einatmen. Diagonal links unten. Einatmen. Kreise. Einatmen. Die andere Richtung. Ausatmen. Nun noch der Blick aufs Handy. Einatmen. Ein. Aus. Ein. Aus. Es ist gut, diesen ganzen Zyklus dreimal hintereinander zu machen. Vielleicht bist du geplagt von trockenen Augen. Spür mal rein, ob deine Augen jetzt schon feuchter sind. Vielleicht fängst du an zu gähnen. Provoziere das Gähnen, wenn es nicht gleich kommt. Es entspannt deine Augen, dein Sehsystem und dein Gehirn. Die Blutzirkulation ist natürlich durch Augenyoga deutlich verbessert. Deine Augen haben einen ganz großen Bedarf an Vitaminen, C, A und Mineralien. Und die können deine Augen jetzt tatsächlich auch besser aufnehmen. Und deine Augen werden gereinigt. Das heißt, Abfallstoffe können leichter hinausgenommen werden über die Lymphe, über das Blut. Augenyoga in Selbsthilfe ist eine fantastische Möglichkeit, Gutes zu tun für besseres Sehen. Und es braucht gar nicht viel Zeit. Wenn immer du ein paar Sekunden Zeit hast, bewege deine Augen. Leuchte die Ecken aus. Der Zeigefinger ist eine wunderbare Orientierung, wenn ein Auge die Tendenz hat, abzugleiten. Wenn du bewegungssicher geworden bist, machst du Augenyoga ohne Zeigefinger. Easy.
Ab heute schaust du allem nach, was sich bewegt. Den Ameisen im Sand, den Vögeln im Flug und den Flugzeugen. Augenbewegung. Studiere die unglaubliche Augenbeweglichkeit von Fußballstars beim Interview im Fernsehen. Schaue auf die Augenbeweglichkeit von Menschen mit gesunden Augen. Augen-Yoga mit geschlossenen Augen ist prima. Am Abend vor dem Schlaf im Bett liegend. Noch einmal ein paar Sekunden Augen-Yoga und du gibst deinen Augen die richtige Entspannung, die Stunden im Schlaf zu nutzen für deine Augengesundheit. Die meisten Menschen gehen in den Schlaf mit überreizten Augen, mit Augen, die dieses Verhalten auch im Schlaf weiterhaben, nervöse Augenzuckungen und so weiter. Du kennst jetzt das Geheimnis. Augen-Yoga vor dem Einschlafen. Ich wünsche viel Freude mit entspannten, beweglichen Augen.